Antonio, ihm schmeckt's nicht. Heute in Sehenswert. Flitterwochen. Ja? Romantik pur. In den nächsten Tagen gibt es nur noch uns zwei. Amore mio! Stopp, Sie können hier nicht so einfach durchgehen. Wieso? Sie könnten ja eine Bombe an Bord schmuggeln. Ist in der Koffer. Antonio, sei ruhig. Hören Sie zusammen? Ist meine Schwiegersohn. Hat er gebaut die Bombe? Ganz große Klasse, Antonio. Herzlichen Dank. Nach Maria ihm schmeckt's nicht kommt, Antonio ihm schmeckt's nicht. Jan, warum gehst du nicht rein? Ich bin draußen. Wo ist Sarah? Happy Honeymoon. Ah, nee, danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute. The Honeymoon Suite. Du fliegst ohne Sarah in die Flitterwochen, aber mit deinem Schwiegervater? Sidi Italiano. Sorry, sir. Ist auch Ausländer, versteht nix. Aber ich schwöre, wenn du morgen kommst, dann ist dein Vater verschwunden. Das schaffst du nie. Excuse me, Mauro Conti. Mango Conti. Mauro. Mauro. Bro. Du fehlst mir. Ich komm. Das sind unsere Flitterwochen. Act crazy. Ich soll mich verrückt stellen. Christian Ulmen. Ich hab nicht gesagt, sind Affen. Nina Tanda. Ich brauche einen Mann. Alessandro Bresanello. Ich will nur, dass wir mal gemeinsam festlegen, was jeder möchte. Ich möchte, dass mein Vater im Erdboden verschwindet. Hm? Ja, Antonio, was möchtest du denn? Ich möchte das da. Yeah! Antonio, ihm schmeckt's nicht. Fuck, act crazy. What's up? Jan, hör auf. What are you nuts? Ab 18. August im Kino. Antonio, ihm schmeckt's nicht. Die Fortsetzung der Multikulti-Komödie Maria, ihm schmeckt's nicht. Da geht man morgen zum 10 in eine Pressevorführung und dann das. Ich werde jetzt mal versuchen, nichts Schlechtes über diesen Film zu sagen. Er ist bunt. Und in Farbe, hat nur 95 Minuten Laufzeit, der Abspann geht auch nicht ewig, New York ist ganz nett eingefangen, zählt Folterinstrument zu positiv? Vermutlich nicht. Okay, jetzt gehen mir schon die positiven Punkte aus, deswegen werfen wir das Ganze mal über Bord. Während der Vorstellung sind gefühlt etwa 40% der Kollegen gegangen, weil der Film einfach nicht ertragbar war. Es ist aber auch verständlich, denn den Schwiegervater beginnt man ab ca. 3 Minuten einfach nur zu hassen. Der Film ist absolut unlustig und die Aussagen von Antonio machen es nicht unbedingt besser. Sein ständiges »Ich muss bald sterben« lässt einem Kino bald ein »Möglichst jetzt und nicht bald« schreien. Die bereits erwähnten 95 Minuten fühlen sich eher an wie 6 Stunden, was kein gutes Zeichen ist und man sollte daher versuchen, den Film möglichst zu verschlafen. Antonio im Schmeckt's nicht ist mies, absolut unlustig und unansehbar. 1 von 10 möglichen Punkten bekommt diese Platzverschwendung auf der Projektorfestplatte. Welche Meinung zum Film habt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare bei Facebook und YouTube. Antonio im Schmeckt's nicht ist ab dem 18.8. in den deutschen Kinos im Verleih von 20th Century Fox zu sehen und ist für alle freigegeben. Ein Schweizer Start stand bei Redaktionsschluss zum Glück noch nicht fest. Habt ihr ein Glück!